Hallo und willkommen zum Video über das HTC Desire HD und das HTC Desire, und zwar im direkten Display-Vergleich. Ja, hier haben wir erstmal die beiden Geräte. Rechts das Desire, links das Desire HD. Was fällt auf? Auf jeden Fall erst einmal die Größe, das ist, denke ich, klar, aber die Maße sind ja ausreichend bekannt, und dass das Desire HD um einiges größer ist, dürfte jedem klar sein. Ja, das sind die beiden Geräte. Das Display so, dürft ihr euch jetzt nicht täuschen lassen, wirkt links etwas klarer, weil rechts eine Folie drauf ist, die ich da drauf gemacht habe. Also das verfälscht das Ergebnis vielleicht minimal. Zur Info, das wird viele interessieren, das HTC Desire gibt es ja mit AMOLED sowie mit SLCD-Display. Und ja, in der Community war ja viel Gerede darüber, welches Display denn nun besser ist. Ist denn ein HTC Desire HD, ein HTC Desire meine ich natürlich, ein HTC Desire mit einem AMOLED oder ein HTC Desire mit einem SLCD-Display besser? Ja, ein HTC Desire mit einem SLCD-Display habe ich selbst noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber wir können hier jetzt den Test machen, denn das HTC Desire HD hat schließlich ein SLCD-Display. Und ja, dann würde ich sagen, schalten wir die beiden Geräte mal ein. Ich habe die beiden Geräte soweit vorbereitet. Eigentlich bin ich der Meinung, dass wir den gleichen Hintergrund finden auf beiden Geräten. Ja, und schaut einfach mal selbst, inwieweit euch welches Display besser gefällt. Also ich sag mal ganz klar, es ist eindeutig zu sehen jetzt, sage ich mal, auf dem Video wird das vielleicht ein bisschen verfälscht, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Display beim AMOLED, dass die Farben ein bisschen kräftiger sind, wobei sie wirklich schon fast unnatürlich wirken. Das ist beim SLCD-Display etwas anders. Ich muss aber ganz klar sagen, dass ich finde, dass diese ganze Diskussion, an der ich mich auch rechtlich beteiligt habe, um SLCD oder AMOLED-Display eigentlich völliger Schwachsinn ist. Beides sind sehr schöne Displays, und ich kann nur den Besitzern eines Desire mit SLCD oder Desire mit AMOLED-Display sagen: Seid froh, dass ihr so ein Gerät habt. Und was es für ein Gerät ist, spielt letztendlich keine Rolle. Ja, dann kann man sich hier nochmal beim Kalender, wenn man das sieht, wenn man es kippt jetzt, wird es auf jeden Fall auf der linken Seite undeutlicher. Aber ich halte mein Gerät selten in dieser Position und versuche es abzulesen. Ja, letztendlich sind beides wunderschöne Geräte, und also, wie gesagt, für mich stellt sich da einfach nicht die Frage. Es sind beides gute Displays. Man kann mit dem SLCD beim neuen Desire HD sowie beim Desire sehr gut leben, denke ich. Und ja, das ganz kurz zum Vergleich zwischen den beiden Displays. Screen Tester müsste ich auch auf den Geräten installiert haben, sodass wir einmal ganz kurz gucken können, ob wir da vielleicht noch mal einen Vergleich starten können. Ja, hier ist es auf jeden Fall schon drauf. Und hier bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es installiert ist. Da ist er. Das schwarze Display. Dann weiß, weiß. Also bei dem Grün, das jetzt an dieser Stelle, ich sehe es schon in der Kamera, der Grünunterschied ist heftig jetzt gerade. Auf jeden Fall in dem Video, so wie ich das hier im Display sehe.
In Natura, ich über die Kamera hier drüber schaue, ist der Grünunterschied nicht so stark. Ist bei den Blauen gerade genau dasselbe. Sind eigentlich beide sehen in Natura fast genau gleich aus. Ich würde sagen, dass das AMOLED-Display etwas heller ist. Und da wieder das Schwarz. So zum Ausleuchten für die Farben, damit ihr euch das Display nochmal ganz genau angucken könnt, werde ich jetzt nochmal das Licht ausschalten. So, dazu lege ich die beiden Geräte einmal zur Seite. Einen Augenblick. So, da haben wir beide Geräte. Und jetzt auch nochmal das Display. Ja. Also man sieht einen Unterschied, sage ich mal, mit den Farben, dass das AMOLED-Display auf jeden Fall die Farben ein bisschen kräftiger sind, aber es ist jetzt nicht so, dass man das SLCD dadurch gleich wieder völlig rausfällt aus dem Rahmen und man sagt, oh Gott, was ist das? Also mir gefallen beide Displays und das Desire HD wirkt insgesamt so gut verarbeitet und auch so gut, liegt gut in der Hand und das Display wirkt dadurch auch einfach wirklich gut. Also ich finde beide Displays sehr schön und ja, kommen wir nochmal zum Screentester. Genau, um euch das noch einmal zu zeigen, sind nochmal beide Geräte in Schwarz. Hier kann man jetzt natürlich einen Unterschied sehen. Das AMOLED-Display wird hier genau in dem Augenblick jetzt nicht beleuchtet. Rechts, es ist auf jeden Fall an. Das kann ich euch jetzt zeigen. Ihr seht hier meinen Daumen, hier nur einigermaßen. Und jetzt zack auf weiß und hier genauso. Das weiß es auch. Wirkt jetzt auch wieder auf der Kamera heftiger der Unterschied. Ist gar nicht so stark, aber das weiß es auf jeden Fall beim AMOLED kräftiger. Das muss man einfach so sagen. Rot unterscheidet sich auf der Kamera und auch in Natura kaum. Grün ebenso. Also es ist wieder ein bisschen heller, das AMOLED-Display. Beim Blau ist es auf der Kamera jetzt, ich weiß nicht, ob man den Unterschied dann so sehen wird, aber bei Blau ist der geringste Unterschied. Auch natürlich wieder, wie bei dem Grün eigentlich auch, leicht heller ist es auf dem Desire. Und ja, Schwarz ist halt der größte Unterschied. Hier sieht man beim Desire HD, dass es trotzdem beleuchtet wird, auch wenn Schwarz angezeigt wird. Und das ist halt beim Desire HD nicht der Fall. Da bin ich dann auch gespannt auf den Stromverbrauch. Dazu werde ich aber auf jeden Fall dann noch berichten, wie sich das verhält so in der Tagesnutzung. Ich nutze am Tag sehr viel das mobile Internet und mein Verhalten wird sich beim Desire HD sicherlich nicht ändern. Und dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal zum Stromverbrauch etwas berichten. Ob das dann über ein Video sein wird, ist noch die Frage. Aber ja, seid gespannt auf das nächste Video. Ich hoffe, dieser kleine Test zum Desire HD und Desire mit AMOLED-Display beim Desire und SLCD-Display beim Desire HD hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gern noch Infos schreiben oder Wünsche, was ihr noch gerne als Test hättet zwischen den beiden Geräten oder auch nur für eins der beiden Geräte. Ja, das Ganze dann einfach in die Kommentare posten zum Video und ich lese die dir regelmäßig durch und ja, macht dann auch gerne noch ein Video, was gewünscht ist. Dann weiterhin viel Spaß mit meinen YouTube-Videos und bis dahin.